Wie sieht er denn eigentlich die Zukunft des Clubs, den Umbruch und diese Situation, dass der Club, wie wir es ja immer diskutieren, ein Ausbildungsverein mittlerweile geworden ist, dass tolle Spieler kommen, dass man ja von unten Spieler hochzieht und wenn sie dann mal ein paar gute Spiele machen, den Verein auch schnell wieder verlassen? Seid ihr da auch so eingestellt wie Martin und Chris Biechele, dass man sagt, okay, gutes Geld und dann muss man den Deckel drauf machen, muss glücklich sein, oder seid ihr eher da bei mir, wo er sagt, okay, ich erwarte dann irgendwann auch mal den Club wieder da vorne in der Tabelle und nach vielleicht wieder mit Ambitionen, vielleicht mal wieder aufzusteigen in die erste Liga? Das sind zwei verschiedene Denkweisen, die man da hat und welche habt ihr? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Also würde mich freuen, wenn in die Kommentare mal so ein bisschen eure Betrachtung, wie der erste FC Nürnberg sich im Moment aufstellt und wie er sich vielleicht auch in der Zukunft aufstellen soll. Haut rein, wir freuen uns. Club Talk Zeit auf CFTV. Liebe Clubberer, liebe Clubfreunde, der 1. FC Nürnberg mit dem Unentschieden gegen Osnabrück schon ein paar Tage her. Haben ein bisschen Gras drüber wachsen lassen. Aber natürlich müssen wir drüber reden und auch die Situation beim 1. FC Nürnberg, diese Achterbahnfahrt, dieses Unkonstante, was der Club in der Saison abliefert, macht dann alles andere als glücklich und ja, nach oben reicht es nicht, nach unten, so sieht es zumindest Martin Driller, wird auch nichts passieren. Also der Club wird sich irgendwo im Mittelfeld einpendeln, können wir die Saison mehr oder weniger schon beenden und können nach vorne schauen mit den Abgängen, die der 1. FC Nürnberg ja jetzt mittlerweile auch ankündigt. Also es wird einen großen Umbruch geben beim Club, nicht nur Uso und Braun und vielleicht Castrop, sondern viele Spieler, deren Verträge auslaufen, werden den Club verlassen, also wieder mal alles auf Null stellen und von vorne anfangen. Ich beneide da den Trainer Christian Fjell mit Sicherheit nicht, aber es ist einfach so beim Club und warum es so ist, da diskutieren wir jetzt gleich drüber mit Martin Driller, unseren CF-Experten und der Club Talk, wie immer präsentiert von unserem Partner Kulmbacher. Kulmbacher Edelherb, denn Edelherb verbindet. Servus Martin. Servus Biko. Martin, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Du befindest dich ja gerade auch so ein bisschen in wärmeren Gefilden. Erzähl mal, wo bist du denn? Ich sitze gerade auf Fuerteventura und genieße mal ein bisschen die Sonne zwischendurch. Recht hast du, bei dem Wetter in Deutschland ist das das Beste, was du machen kannst. Da wünschst du dir schon mal eine schöne Zeit. Und wie gesagt, toll, dass du Zeit gefunden hast, ein bisschen über den Club zu quatschen. Der Club ist trotz alledem, auch wenn du auf den Kanaren unterwegs bist, immer ein Thema. Du verfolgst den 1. FC Nürnberg natürlich, bist selbst interessiert, was beim Club passiert und hast das Spiel gegen Osnabrück natürlich auch gesehen. Da hast du eigentlich einen Sieg vorausgesagt, beziehungsweise hast gesagt, okay, wenn der Club da einen Dreier holt, dann ist er aus dem Gröbsten raus. Ein Dreier ist nicht geworden, ein Unentschieden. Und wenn man da so die ein oder anderen Leute zuhört, die sind damit zufrieden. Ich muss sagen, ich bin alles andere als zufrieden, aber das kennt man von mir ja, weil eigentlich hätte man das Spiel gewinnen müssen, zumindest sehe ich das so, und eigentlich 2 Punkte verschenkt, oder nicht? Ja, man hätte die 3 Punkte mit Sicherheit gut gebrauchen können und man hätte eigentlich den Gegner auch schlagen können. Aber da hat man mal gesehen, wenn eine Mannschaft absolut gegen den Abstieg kämpft und alles reinwirft, was sie körperlich hat, und das hat Osnabrück nun mal gemacht, dann sind die wirklich unberechenbar. Und man muss ganz klipp und klar sagen, dass wir nicht alles abgerufen haben gegen Osnabrück, was wir eigentlich auf der Pfanne haben. Und dann gewinnt man auch diese Spiele nicht gegen jemanden, der eigentlich abgeschlagen letzter ist. Und da muss der Club dann die Einstellung, die Moral wieder mitbringen, da dann auch voll durchzuziehen, körperlich dagegen zu halten und ja, sein Ding zu machen. Nicht alles reingehaut, hast du gesagt, Martin, und da sind wir wieder beim Punkt, wo ich mich frage, der Trainer, und ich meine, es ist bekannt, Christian Fjell, ich bin großer Fan von ihm und ich mag auch so die Art und Weise, wie der 1. FC Nürnberg mittlerweile auftritt. Vielleicht jetzt nicht gerade gegen Osnabrück, aber nach der Niederlage hat Christian Fjell Wiedergutmachung angekündigt nach der Niederlage gegen Hannover. Und mit Wiedergutmachung hat es wenig zu tun gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, oder? Wie siehst du es? Ja, ich sehe es das schlimm nicht ganz so schlecht, wie die Fans das sehen. Und einige fordern ja schon wieder den Kopf vom Trainer.
Aber wir müssen einfach mal in Nürnberg auch darüber nachdenken, dass wir nicht Europapokalteilnehmer sind oder diese Ansprüche einfach nicht mehr da sind. Wir sind eine durchschnittliche Mannschaft der zweiten Bundesliga und da gibt es Höhen und Tiefen. Das haben viele Mannschaften, die in dem Bereich spielen. Und wir haben einfach nicht diese Qualität, um wirklich ständig top zu sein. Ja? Das ist nun mal so. Damit müssen wir leben. Und da müssen die Fans auch nicht traurig sein oder schimpfen. Die Mannschaft ist nun mal nicht stärker und da wird es immer Schwankungen geben. Und wer weiß, vielleicht hätte unsere Mannschaft das besser verkraftet, wenn die Unterbrechung nicht ständig durch Bälle werfen kommt und hin und her. Vielleicht hätten sie das Spiel nach Haus gebracht. Aber wenn natürlich ständig Spiele unterbrochen werden, dann sitzt man da 10 Minuten rum, hier eine Viertelstunde und dann kommt einfach ein Bruch in die Mannschaft. Ich möchte sagen, vielleicht hat auch ein Teil diesmal die Zuschauer dazu beigetragen, dass das Spiel unentschieden ist. Du sagst, eine mittelmäßige, durchschnittliche zweite Bundesligamannschaft ist der 1. FC Nürnberg. Da habe ich aus den Reihen des 1. FC Nürnberk von ja, doch dem einen oder anderen Namen nenne ich jetzt nicht, aber genau die Bestätigung bekommen. Wir haben auch den Clubtor gesehen letzte Woche mit dir und Chris Biechele und haben auch da ins selbe Horn gestoßen wie du, dass da die Erwartungshaltung der Fans wieder viel zu hoch ist und dass der Club eben, wie es du ja gerade auch sagst, eine durchschnittliche Mannschaft ist und einfach nicht erwarten kann, dass der Club hier jede Mannschaft aus dem Stadion schießt. Trotz alledem muss ich mich dann fragen, und die Frage, die haben wir auch schon öfter in den Raum geschmissen. Du weißt, jetzt kommt wieder Castrop, Brown und Usun, die drei Spieler, die die Musik machen, wobei Brown jetzt gegen Osnabrück auch nicht wirklich einen Sahnetag hatte, aber den gestehen wir ihm mal ein. Aber beim Club, und da müssen wir wieder so ein bisschen nach vorne schauen, steht ja ein Riesenumbruch an für die kommende Saison, wenn diese drei Spieler und Castrop, ja, da haben wir ja auch schon mehr oder weniger drüber gesprochen, auch wenn es nicht offiziell ist, und diese drei Spieler verlassen den Verein, da lege ich mich jetzt einfach mal fest, da könnt ihr mich danach, wenn es denn anders ist, noch beschimpfen bis zum geht nicht mehr, aber ich bin davon überzeugt, dass diese Spieler nicht haltbar sind, und man liest ja jetzt auch bei den Kollegen, dass ein großer Umbruch beim 1. FC Nürnberg stattfinden wird. Wir fangen wieder von vorne an. Ja, aber es ist aber doch ganz normal. Nochmal, wir sind ein Ausbildungsverein geworden und das ist nun mal so. Wir kaufen nicht unbedingt die fertigen Spieler, dass wir aufsteigen können in die Bundesliga, sondern wir sind ein Ausbildungsverein geworden. Das haben wir jetzt aber im letzten Jahr sehr gut gemacht. Mit der Wende, als wir Fjellhaber verpflichtet haben oder hochgezogen haben, haben wir etwas verändert im Verein. Wir haben unser Spielkonzept verändert. Wir spielen erfrischenden Fußball. Wir haben Spaß am Fußball. Wir haben Tempo-Fußball. Und wir haben viele junge Spieler dazu geholt. Und ich finde, dass wir eigentlich da auf einem ganz guten Weg sind. Aber die Zuschauer müssen verstehen, dass das mit Sicherheit nicht den Anspruch ergeben kann, dass wir aufsteigen in die erste Liga dieses Jahr oder nächstes Jahr. Das ist einfach so. Jetzt werden wir sehr wahrscheinlich wieder zwei, drei Leistungsträger verlieren. Wir werden ein paar erfahrene Spieler verlieren, die vielleicht jetzt auch schon weniger gespielt haben. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich 10, 15 neue Spieler im Sommer auf dem Platz haben. Die werden wieder ein bisschen Zeit brauchen, um sich zu finden. Es werden welche aus der Jugend kommen, aus dem Amateurbereich. Und dann wird einfach weiter aufgebaut. Und irgendwann, wenn es irgendwann mal einigermaßen läuft, sehr wahrscheinlich werden wir jetzt einen Überschuss in diesem Jahr haben, wenn wir das Geld nicht gleich wieder alles raushauen für irgendwelche Einkäufe. Wenn wir am Ende des Jahres ein bisschen Geld über haben und dann sagt man, Mensch, wo steht die Mannschaft? Können wir sie punktuell dann irgendwann verstärken? Hier mal eine Million ausgeben, da mal eine Million ausgeben. Aber so wie früher, dass wir im großen Millionenbereich einkaufen, das wird einfach nicht mehr passieren die nächsten 2, 3 Jahre. Wenn ihr euch wundert, dass Martin jetzt Kopfhörer drin hat, das hat damit zu tun, dass wir natürlich eine bessere Tonqualität haben wollen. Auch die Spanier hängen scheinbar mit dem Internet hinterher, wie es in Deutschland der Fall ist. Also versuchen wir es, dass jetzt ein bisschen besser wird. Entschuldigt bitte die Tonqualität bei den ersten Fragen. Aber wie gesagt, wir geben unser Bestes. Und Martin, du hast ja in den letzten Jahren eigentlich immer so den Finger in die Wunde gelegt beim 1. FC Nürnberg bezüglich des großen Kaders, den der Club da mit sich rumschleppt. Also ist ja nicht so, dass der Club jetzt
mit den Abgängen, die gutes Geld zum Club bringen, hier sich vielleicht so ein bisschen sanieren kann, sondern auch der große Kader kleiner wird, weil viele, viele Verträge auslaufen, auch Verträge von Spielern, die man eigentlich gerne losgehabt hätte und ein paar Euro dafür bekommen. Das wird jetzt nicht mehr der Fall sein. Wenn der Vertrag ausläuft, gehen die natürlich für null, aber sie fallen runter von der Gehaltsliste. Ist das jetzt die Chance für den ersten FC Nürnberg, dann in der kommenden Saison oder ab der kommenden Saison endlich mal was Vernünftiges aufzubauen mit einem kleineren Kader und mit Geldern, die eben durch Usun, Castrop vielleicht und Brown reinkommen? Ja, natürlich ist das eine große Chance. Aber die Frage ist natürlich, wie gibt man das Geld wieder aus oder ist man sparsam? Wie holt man neue Spieler? Sucht man im Amateurbereich? Sucht man im Profibereich? Das ist ja immer eine Frage. Wir können jetzt 50 Millionen für diese drei Spieler einnehmen. Wenn wir 55 Millionen für falsche Spieler ausgeben, hat es nichts gebracht. Entscheidend ist, wenn wir jetzt vielleicht einen Transferüberschuss im Sommer haben von, was weiß ich, 15 Millionen, sagen wir mal, für diese drei Spieler, und diese vielleicht 10 Millionen investieren, ja, und das aber auch in Spieler, die nicht weit über 30 sind, sondern die Mitte 20 sind, die jetzt ihren Leistungshöhepunkt erreichen und die einfach noch eine Etage höher wollen, dann ist das natürlich etwas, wo man sagen kann, man kann darauf aufbauen. Aber auch da kann man bei zwei, drei Spielern Pech haben, dass sie in Nürnberg sich nicht wohlfühlen, dass sie nicht einschlagen. Das ist alles möglich. Es ist immer schwierig, wenn eine neue Mannschaft zusammengeholt wird und der Großteil neu ist. Es werden vielleicht 10 Spieler bleiben und 15 neue kommen. Und das ist natürlich dann eine große Aufgabe auch für Fiel, daraus wieder ein Team zu gründen. Hat der erste FC Nürnberg deiner Meinung nach daraus gelernt und hat hier zugehört bei uns im Club Talk, wenn jetzt dann, wie gesagt, der ein oder andere Spieler den Verein verlässt, also der große Umbruch kommt, dass dann vielleicht tatsächlich mal, wie es ja Hecking auch angekündigt hatte, letztes Jahr schon, aber letztendlich hat keine Taten folgen lassen, dass tatsächlich der Club mit dem kleineren Kader in die Saison geht? Ja, ich glaube nicht, dass sie unbedingt auf uns hören, aber vielleicht hören sie auf ihre Kasse. Und das ist natürlich, wenn du 30, 32, 33 Spieler hast, hast du halt 4, 5, 6 Spieler mehr auf der Uhr. Und wir wissen ja, dass heutzutage auch gute Gelder bezahlt werden. Und das sind einfach, ja, dann 5 Spieler zu viel auf der Uhr, die man bezahlen muss. Und das könnte man einfach sparen und vielleicht in einen anderen Spieler investieren, der vielleicht schon ein Step höher ist. Wie gesagt, der vielleicht diese Mannschaft leitet, einen absoluten Führungsspieler, der dann diese drei, vier jungen Spieler wieder zu Höchstleistungen formt und die näher ans Profidasein führt. Ne? Das ist natürlich immer ein Unterschied. Dass der Club in absehbarer Zeit sehr, sehr viel Geld reinspielen wird, beziehungsweise durch Transfers reinbekommen wird, ist bekannt, ist natürlich auch den anderen Vereinen bekannt. Wenn der Club auf Spielersuche geht, wird natürlich auch auf einmal der Spieler, an den der Club interessiert ist, um einiges teurer werden, oder nicht? Zumindest wird es versucht werden, ne? Zumindest wird es versucht werden. Also wenn ich heute weiß, Martin macht hier große Kasse und möchte mein Auto kaufen, dann will ich statt 20 mal, veranschlage ich mal 25, weil Geld ist ja da. Ja, aber wir haben ja noch gar kein Geld. Wir sprechen ja jetzt gerade von der Zukunft. Weder Castrop ist verkauft, noch Usun ist verkauft. Der einzige Deal, der eingetütet ist, ist Brown. Und da gibt es, glaube ich, mit Boni irgendwas von 3 Millionen, habe ich mal gehört. Plus, minus, wie viel auch immer. Und das ist erstmal das Geld, was wir haben. Aber wir suchen ja jetzt schon Spieler. Oder wir haben schon sehr wahrscheinlich vor 2, 3, 4, 5 Monaten Spieler gesucht. Auch für diese Saison schon. Und ich denke, dass man da nicht sagen kann, oh, der Club bekommt vielleicht Geld, das kann er bezahlen. Da wird der Club auf irgendwelche Forderungen nicht eingehen, weil er das Geld auch gar nicht hat. Wenn er es vielleicht mal irgendwann in der Tasche hat, kann er es auch ausgeben. Aber so lange wird sich da nichts tun. Denn Geld, was man nicht hat, kann man nicht ausgeben. Du kennst die Bedenken, die ich habe, und hast sie vorhin ja auch geäußert. Was wird dann mit dem Geld? Ne? Gehen wir jetzt einfach mal von aus, dass hier große Summen reinkommen. Werden die vernünftig wieder investiert oder wird das Geld wieder rausgeblasen, wie man es beim ersten FC Nürnberg, wie man es beim Club seit vielen, vielen Jahren eigentlich so kennt? Ja, wie gesagt, es gehört auch immer ein bisschen Glück und ein bisschen ja,
ein bisschen Glück dazu, dass man sagt, Mensch, dieser Spieler, für den wir jetzt 1 Million ausgeben, dass der auch einschlägt, das ist halt das Problem. Wir haben ja viele Transfers gehabt in Millionenhöhe, da haben die Spieler halt nicht eingeschlagen oder haben 2, 3 Jahre gebraucht. Und diese 2, 3 Jahre kann man den Spielern aber leider nicht geben. Fußball ist ein sehr kurzweiliges Spiel, wir müssen sofort funktionieren. Das geht innerhalb von Wochen, müssen sich die einspielen. Und das sollte eigentlich so gut wie möglich funktionieren. Dass es manchmal überhaupt nicht klappt, dass einfach ein Spieler an einem Ort total falsch ist oder auch total richtig, das ist nun mal menschlich und damit muss auch der Club leben. Und dann hoffe ich natürlich oder drücke beide Daumen, dass da Hecking und Rebbe natürlich sehr, sehr viel Glück haben und ein gutes Händchen. Hecke und Rebbe verantwortlich für den sportlichen Bereich. Nils Rosso, der Finanzvorstand des 1. FC Nürnberg. Sein Vertrag läuft aus, aber man hört, jetzt im Februar soll der Vertrag verlängert werden, aber es soll auch so von den Strukturen ein bisschen eine Veränderung reinkommen. Wie beurteilst du so aus der Ferne, aber bist ja auch tief drin beim 1. FC Nürnberg, kennst viele, viele Kollegen vom Club und weißt, was da los ist. Wie beurteilst du die Arbeit von Nils Rosso als Finanzvorstand? Ist es gut, dass er verlängert wird? Also ich hoffe, dass er verlängert, weil er auch ein guter Typ ist. Ich glaube, er passt zum Club. Er hat vieles versucht, Neues zu bringen, neue Wege zu gehen. Und ich glaube, da sollte man einfach auch daran fortfahren und weitermachen. Dass nicht immer alles perfekt ist, wenn man so ein Wirtschaftsunternehmen leitet, das ist, glaube ich, ganz normal. Und dass man hier mit Menschen arbeitet, die auf so einem grünen Rasen rumlaufen, ist viel schwieriger, als wenn jetzt viele Menschen an einem Band arbeiten und ihre Arbeit machen müssen. Da ist das vorgegeben. Beim Fußball ist es halt mit Aufstieg, Abstieg. Und damit steht und fällt natürlich die Stimmung in einem Verein. Und dann sind natürlich ganz schnell diese Leute im Hintergrund auch unter Feuer. Das ist genauso, der Sportvorstand wird angezählt. Wenn Sport nicht klappt, der Trainer wird angezählt. Wenn es irgendwo in der Kasse nicht stimmt, ist natürlich immer Rosso schuld, egal wer das Geld ausgegeben hat. Das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig in so einem Fußballverein. Aber ich glaube, er hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut gemacht. Der Verein funktioniert eigentlich sehr gut. Ich finde auch, dass es wesentlich ruhiger geworden ist und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Aber man weiß ja nie, was so passiert. Du hast vorhin kurz angesprochen, dass der Trainer auch schon wieder so ein bisschen in der Kritik steht. Auch Dieter Hecking ständig in der Kritik, also zumindest wenn man so in den sozialen Medien unterwegs ist, wenn der Club ein Spiel verliert oder wie gegen Osnabrück nur mit einem Unentschieden zu Hause das Spiel beendet, dann liest du gleich Hecking raus und so weiter. Also Hecking ist beim 1. FC Nürnberg schon sehr in die Kritik gekommen. Zum einen würde mich interessieren, wie siehst du die Arbeit als Sportvorstand des 1. FC Nürnberg von Dieter Hecking und kannst du die Kritik am Trainer, wobei da kenne ich die Antwort trotzdem, lass es dich fragen, und die Kritik an Dieter Hecking, kannst du es nachvollziehen? Das kann man immer nachvollziehen. Als Fan will man natürlich jedes Spiel gewinnen. Und wenn man dann mal so ein Spiel hat wie in Hannover und dann kommt noch so ein Heimspiel gegen den Letzten, wo man sagt, ach, mein Gott, die schlagen wir doch. Aber das ist genau das, was wir in Nürnberg haben. Wir haben immer noch die Angewohnheiten im Kopf, zu sagen, wir sind der Club, was wollen die denn alle? Wir sind eigentlich Champions League. Aber dass wir seit Jahrzehnten jetzt fast da in der zweiten Liga rumkicken, mal mit dem Ausbruch nach oben und das muss man mal langsam merken. Wir sind nicht mehr der Erstligaverein 1. FC Nürnberg. Wir sind wirklich ein Durchschnittsverein und da müssen wir jetzt wieder neu anfangen. Und ich glaube, dass der Fiel da im Moment sehr, sehr gute Arbeit macht, auch mit den jungen Spielern immer wieder welche rausbringt. Natürlich wird er wieder Spieler verlieren, aber ich hoffe, dass er ein paar gute Spieler für sein System dazu bekommt, ja, und dass er das nächstes Jahr auch machen kann. Und dass es dann weitergeht. Dass Dieter Hecking immer unter Feuer steht, da schimpfe ich ja auch manchmal, dass er zu viele Spieler hat. Da habe ich auch manchmal Diskussion mit ihm, so wenn wir uns am Gelände sehen, du immer mit deinen vielen Spielern, die brauchen wir. Ist nicht schlimm. Ich sehe das halt so, dass wir nicht 35 Spieler brauchen. Ich finde halt, es reichen 25. Er sieht das anders. Aber oft sieht man auch, Mensch, wir haben so viele Verletzte. Warum haben wir so viele Verletzte? Da muss man dann wieder die Frage stellen, warum haben wir 10, 12 Verletzte? Andere Vereine arbeiten auch nur mit 25 Spielern. Das kann ja nicht sein. Ne? Aber ich denke, dass Dieter Hecking das auch ordentlich macht. Ja, ich glaube auch, dass das jetzt in Nürnberg seine letzte Station ist. Das macht er noch so lange, wie er
das darf. Ich weiß ja nicht, wie der Aufsichtsrat das demnächst sieht, ob er den irgendwann mal absägen möchte. Da habe ich ja meine eigenen Fantasien schon gesponnen. Die Vorbereitungen stehen ja auch schon. Und deshalb denke ich, Dieter Hecking macht das ganz ordentlich und er wird es noch ein, zwei Jahre machen. Wien Wiesbaden, Martin, lass uns noch mal kurz in den sportlichen Bereich eintauchen. Ist das nächste Spiel des 1. FC Nürnberg auswärts in Wiesbaden? Wie schätzt du die Wiesbadener ein und was holt der Club am Ende in Wiesbaden? Ja, ich glaube, Wiesbaden ist genau wie Elversberg ein sehr positiver Aufsteiger, die Fußball spielen wollen, die Gas geben, die finde ich das sehr, sehr gut machen. Aber ich glaube auch, dass sie unserer Mannschaft entgegenkommen, weil sie Fußball spielen wollen, weil sie Tempo haben. Und das ist etwas für uns. Und ich sehe die Chancen in Wiesbaden sehr, sehr gut. Und sollten wir da was mitnehmen oder sogar gewinnen, würden wir Wiesbaden auch noch abhängen, was nach unten gerichtet ist. Obwohl ich mir da sowieso keine Angst mehr mache, was nach unten in der Tabelle ist. Wir werden irgendwo so, ja, was weiß ich, zwischen 12 und 8 werden wir irgendwo landen und damit sind wir ganz glücklich mit der Mannschaft. Aber wie gesagt, wenn wir natürlich Wiesbaden jetzt schlagen würden, dann wäre es wieder so ein Step, wo man sagt, Mensch, gleich starke Mannschaften, die können wir vielleicht auch auswärts schlagen. Und ich traue denen das zu und ich glaube, dass gerade die Art, wie Wiesbaden spielt, mit dem Spielerischen, uns entgegenkommt. Und ja, ich hoffe auf ein paar gute Konter, die wir setzen können und ja, dann gewinnen wir da 2-1. 2-1 tippt Martin Driller also gegen Osnabrück. Das wäre ein gutes Ergebnis, 3 Punkte für den Club und der Club könnte sich auf die Zukunft vorbereiten und in aller Ruhe die Planungen angehen für die kommende Saison und für die kommenden Aufgaben. Und wir Fans können uns zurücklegen ohne viel Bauchschmerzen zum Saisonende hin. Hat ja auch was, wenn man mal so ein bisschen entspannten Spiel anschauen kann und das Ergebnis nicht mehr ganz so wichtig ist. Vielleicht präsentiert uns dann die Mannschaft auch wieder tollen Fußball und schöne Spiele, was ja auch nicht immer der Fall ist und was wir auch verdient haben. Wir rennen da raus, beziehungsweise ihr rennt da raus. Ich bin ja leider in dieser Hinsicht zu weit weg aus Nürnberg. Trotz alledem, jedes Spiel wird verfolgt und jedes Spiel wird analysiert. Also wir sind da alle mit dem Herzen mit dabei und demzufolge freuen wir uns auf die Zukunft des 1. FC Nürnberg. Wie sieht er denn eigentlich die Zukunft des Clubs, den Umbruch und diese Situation, dass der Club, wie wir es ja immer diskutieren, ein Ausbildungsverein mittlerweile geworden ist, dass tolle Spieler kommen, dass man ja von unten Spieler hochzieht und wenn sie dann mal ein paar gute Spiele machen, den Verein auch schnell wieder verlassen. Seid ihr da auch so eingestellt wie Martin und Chris Biechele, dass man sagt, okay, gutes Geld und dann muss man den Deckel drauf machen, muss glücklich sein oder seid ihr eher da bei mir, wo er sagt, okay, ich erwarte dann irgendwann auch mal den Club wieder da vorne in der Tabelle und so nach und nach vielleicht wieder mit Ambitionen vielleicht mal wieder aufzusteigen in die erste Liga. Das sind zwei verschiedene Denkweisen, die man da hat und welche habt ihr? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Also würde mich freuen, wenn in die Kommentare mal so ein bisschen eure Betrachtung, wie der 1. FC Nürnberg sich im Moment aufstellt und wie er sich vielleicht auch in der Zukunft aufstellen soll. Haut rein, wir freuen uns. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Talk. Servus, ciao, bye bye.